Der Rettungshubschrauber Christoph 7 war 2 Tage lang an der neuen Feuerwache von Arnatal geparkt. Nicht für einen Einsatz, sondern zu Trainingszwecken. Notärzte und Rettungsassistenten des Luftrettungszentrums Kassel haben dort intensiv die Notfallversorgung von Säuglingen und Kindern geübt, bis hin zum Einladen in den Hubschrauber. Ein Team der Universitätsklinik Tübingen hat für eine realitätsnahe Übung gesorgt. Die Babypuppe kann schreien, hat einen Puls und reagiert sogar auf Wiederbelebungsversuche. Über Kameras wurden alle Übungen aufgezeichnet. Bei der anschließenden ausführlichen Besprechung konnten Probleme diskutiert und Vorschläge für ein besseres Zusammenspiel der Rettungsteams gemacht werden. Die Kosten von 8.000 Euro für das Simulationstraining zahlt der Förderverein des Luftrettungszentrums Kassel.